So, einen wunderschönen guten Abend. Nochmal hier ein letzter Gruß aus dem Campo International mit Blick auf die Berge. Und hier ist ja auch ein dickes Wolkenband zu sehen, aber wir hatten heute wunderschönes Wetter bis 30 Grad. Jetzt wird mich doch mal interessieren, was eigentlich unser Klaus macht. Ich versuche doch mal anzurufen und möchte doch ganz einfach mal wissen, was er so macht. Ja, hallo Klaus, grüß dich, guten Tag. Ja, alles okay hier? Ja, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Was machst du so? Wo bist du gerade? Erzähl mal ein bisschen. Ja, hallo Harry, schön, dass du dich mal meldest. Ja, ich bin hier gerade in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Das hier vorne ist der größte Weihnachtsbaum der Welt, sagt man zumindest. Ich will es mal einfach glauben und treffe mich gleich mit ein paar ehemaligen Arbeitskolleginnen und Kollegen hier auf einen kleinen Glühweintrunk. Ich mag das Zeug zwar nicht, aber schön die alten Bekannten mal wiederzusehen. Ja, ansonsten ist es hier schon ziemlich kalt, heute Morgen minus 7 Grad. Mittlerweile geht es einigermaßen, ich denke mal so um die 0 Grad. Aber was mich mehr stört, ist die Dunkelheit hier. Es ist ja immer doch recht früh dunkel und das schätze ich doch sehr an Gran Canaria. Ja, aber ansonsten habe ich hier eine gute Zeit. Wenn man sich richtig anzieht, ist das mit dem Wetter auch gar nicht so dramatisch, mit der Kälte. Und ich habe schon viele nette Freundinnen und Freunde getroffen. Und morgen geht's nach Unna, da treffe ich mich mit meinen alten Schulfreunden. Da freue ich mich auch schon drauf. Sonntag dann noch Weihnachtsbrunch mit der Familie meiner Schwester und Montag komme ich zurück nach Gran Canaria. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Dann sehen wir uns Montagnachmittag. Und ja, bis dahin viele Grüße auch an Conny, Renato, Sandra und Julia und natürlich an deine YouTube-Community. Also bis dann mal. Ciao. Ja, dann nochmal vielen Dank, Klaus. Und hier, ja, deinen Blumen geht's gut. Du siehst hier, wir passen gut drauf auf. Keine Sorge, der Weihnachtsstern oder die Weihnachtssterne in voller Blüte. Und das funktioniert hier auch. Also, dann mach's gut, noch schöne Zeit und wir sehen uns. Hasta luego.